So, jetzt das Mikrofon wieder ein bisschen höher gedreht. Also, freuen Sie sich heute jetzt auf den Höhepunkt des heutigen Abends. Ich darf sehr herzlich begrüßen. Eva Ebner spricht einiges zu Edgar Wolles, die Erfahrung bei den Dreharbeiten. Ich darf Sie sehr herzlich auf die Bühne bitten, Eva Ebner. Und Applaus. Habe, dann hätte ich natürlich ein rotes Kleid an. Ich begrüße Sie sehr herzlich und ich hoffe, dass Ihnen das indische Tuch gefallen hat und dass Sie dennoch Halstücher in Zukunft tragen werden. Ich will ein paar Sachen erzählen aus der Zeit der Dreharbeiten. Sie sind nicht sensationell, sie sind auch nicht filmhistorisch haltbar manchmal, weil vielleicht auch ein bisschen mit mir die Fantasie durchgegangen ist. Es ist immerhin 35 Jahre her, dass dieser Film gemacht wurde. Und inzwischen habe ich vielleicht an 300 Filmen mitgearbeitet. Nicht als Regieassistentin, sondern als Schauspielerin auch. Etwa 200 Kleckerchen. Und deshalb bitte ich es also nicht gar zu genau zu nehmen, was ich dazu sagen habe. Es sind meist Erinnerungen, es sind ein paar Anekdoten. Und wenn noch Zeit ist, können wir hinterher noch ein bisschen Frage und Antwort spielen. Und Sie können mich fragen, beziehungsweise Christoph Nestel, der ja wahnsinnig gut Bescheid weiß und viel besser, viel mehr weiß als ich. So, jetzt geht es also los. Also, das indische Tuch, bin ich zu verstehen? Bin ich richtig am Mikro dran, ja? Ja. Also dieser Film ist der 14. in der Reihe der deutschen Edgar Wolles-Filme und ist, wie mir scheint, einer der spannendsten und gelungensten. Nicht nur wegen der vorzüglichen Schauspielerarbeit, etwa von Blickenschild oder Clarin oder auch Drache, und natürlich Klaus Kinski, sondern auch wegen des Einsatzes der Musik. Der Klaviermusik, die Freddy Fora in einfühlsamster Weise und an dramaturgisch richtigen und wichtigen Stellen eingesetzt hat. Wenn zum Beispiel das Impromptu Nummer 4 von Chopin aufblüht oder das erste Klavierkonzert von Tschaikowski oder der Liszt'sche Liebestraum oder die Mondscheinsonate Beethovens den Zuschauer sanft berieselt und wenn gleichzeitig oder danach die scheußlichsten Dinge passieren oder passiert sind, dann läuft es einem schon kalt den Rücken runter. Uns ist es jedenfalls beim Drehen so gegangen, weil ja oft immer auch das Playback mitlief und wir die Musik hörten. Auch bei diesem Film haben Alfred Fora und ich das Drehbuch, das an dem ja mehrere Autoren gearbeitet haben, lange vor Drehbeginn ein bisschen aufgepeppt. Das heißt, wir haben noch kleinere Gags uns ausgedacht, mit denen man die Spannung noch erhöhen könnte und durch die man die Zuschauer zum Grinsen oder zum befreiten Lachen bewegen könnte. Das hat in den meisten Fällen funktioniert. Im indischen Tuch zum Beispiel hatten wir die Idee, das lauernde Auge durch die rechte Brustwarze der Rubensgestalt gucken zu lassen. Der Architekt hat ja dieses wunderbare Gemälde kopiert und in das Apartment hinein manövriert. Oder wir haben zum Beispiel der Gag mit den Haarteilen an der Brille von Uhlen war auch in unserem Kopf entstanden. Und dann zum Beispiel das Tonband in der Klavierbank zu verstecken, das haben wir uns auch ausgedacht, denn wir haben gedacht, es ist vielleicht ganz witzig, wenn es das Tonband mit der erhabenen Musik da ist, wo möglicherweise manchmal im Eifer des Gefechts gerade an der Stelle andere Töne ihren Weg suchen. Dafür die, dann haben wir auch noch die Blumen, die künstlichen Blumen, die haben wir dann auch in den Trichter des alten Grammophons platziert. Das war ja auch so ganz lustig anzusehen. Dass wir die Dialoge aufpeppten und ihnen satirische Würze gaben und Schärfe gaben, das brachte auch so
manchen Lacher ein, wie ich gemerkt habe. Ich danke Freddy Forer heute noch dafür, dass er mich an dieser Arbeit hat teilnehmen lassen und dass er mich einbezogen hat, zumal ich bei der Gelegenheit auch meine eigenen bösen, skurrilen, ausgefallenen Ideen, boshaften Ideen bei dieser Gelegenheit loswerden konnte. Eddys Dialoge waren natürlich zum großen Teil auch von ihm initiiert, das heißt, die Grundlage war da, aber so die Feinheiten und die kleinen Raffinessen, die hat er sich ausgedacht und die kommen ja also wunderbar an. Danke. Florian Power hat in seinem Buch über die Edgar Wallace-Filme Folgendes gesagt: Alfred Forer erzählt in diesem Film die klassische Geschichte der 10 kleinen Negerlein von einer Personengruppe, die durch widrige Umstände auf engstem Raum eingeschlossen ist, wird einer nach dem anderen umgebracht. Forer hat diesmal seine falschen Spuren ganz besonders raffiniert ausgelegt, denn immer dann, wenn immer der, den man im Moment am meisten verdächtigt, wird in der nächsten Szene ermordet. Die mit Spannung erwartete Testamentseröffnung fiel enttäuschend aus, denn Lord Lebanon hat sein gesamtes Vermögen, wie man es im Film gesehen hat, dem Mann vermacht, den er für den größten dieses Jahrhunderts hielt, nämlich Edgar Wallace. Er schreibt weiter, man kann argwöhnen, dass sich selbst unter eingefleischten Edgar Wallace-Fans die Lacher über diesen Schlussgag in Grenzen gehalten haben. Was von Forers Film bleibt, schreibt er weiter, ist das Vergnügen an den Bosheiten und Intrigen, die der Geldgier der Verwandtschaft entspringen. Und, möchte ich dazu sagen, die Erkenntnis, wozu übertriebene Mutterliebe im Ernstfall führen kann. Jetzt möchte ich ein bisschen etwas über den Regisseur der Filme erzählen, nämlich Freddy Forer, mit dem ich also von den 14 Edgar Wallace-Filmen, an denen ich mitgemacht habe, 12 gemacht habe. Ich habe mit ihm auch andere Filme gemacht, etwa die einige Karl-May-Filme, Simmel-Filme und dann auch noch anderen. Bei Derrick haben wir auch mitgemacht und ich habe mit ihm bis zum Jahre 1976, 78 gearbeitet und dann zerfloss es so, dann hat mal ein Termin nicht gepasst, dann hatte ich etwas anderes zu tun, habe mit einem anderen Regisseur möglicherweise auch im Ausland gedreht und dann rutschten unsere, da konnte das nicht mehr so richtig koordiniert werden. Wir haben keinen Krach gehabt, wir waren auch nicht böse miteinander, aber es klappte nicht mehr mit der Zusammenarbeit. Es klappte eigentlich nicht, einfach nicht mit dem Termin. Also, Freddy Forer, ein brillanter Techniker hinsichtlich Licht und Kamera und natürlich auch hinsichtlich des Gespürs für Gags und für Effekte, für Spannung. Er konnte durch eine gewisse Beleuchtung zusätzlich Geheimnis und Spannung erzeugen und wusste genau, mit welchen Kamerabewegungen er dem Fortgang der Handlung Atmosphäre und Tempo und Genauigkeit verleihen konnte. Karl Löb, der Kameramann, war ihm da ein kongenialer Mitarbeiter, sozusagen seine allerrechteste Hand. Ich war seine Assistentin, also seine linke Hand. Und mit den Jahren der Zusammenarbeit und der Anzahl, aber auch der Vielfalt der Filme, wurden wir wirklich ein unschlagbar gutes Team. Freddy Forer schätzte meine Mitarbeit und vertraute auf meine Loyalität und Solidarität und auf meinen Sinn für Humor, der sich oft mit seinem deckte. Und so konnte er sich auch erlauben, mich, wenn Not am Mann war, schnell eine kleine Rolle spielen zu lassen und die nicht ganz immer so im Sinne meiner schauspielerischen Ambitionen lag, aber ich habe es dann schon gemacht. Also etwa einmal hat er zu mir gesagt, ach, wir drehten ein Polizeirevier, eine Polizeiwache. Komm, stell dich da mal hin, mach mal ein bisschen Rabatz, spiel mal eine Nutte. Ich sag, ja, das möchte ich gern, das macht mir auch nichts aus. Aber was soll ich denn anziehen? Ich habe doch nichts anzuziehen. Sagt er zu mir ganz lapidar, bleib wie du bist. Ich muss dazu sagen, dass ich damals schon, wie auch heute noch, den unheilvollen Hang
zum Leopardenmuster habe. Oder bei einer unbedeutenden Büroszene, bei der Eddie Arendt zu seinem Chef gerufen wird, Mr. Fielding, und nur ein Vorzimmer zu durchqueren braucht. Da sagte er plötzlich, komm, spiel mal schnell eine Sekretärin. Und ich sage, ja, was soll ich denn sagen? Das sage ich denen noch. Und sagt einfach, Mr. Fielding erwartet sie. Okay. Der Eddie hatte offenbar keine Idee, dass da noch etwas zusätzlich auf ihn zukam. Wir drehten und kurz bevor die Klappe fiel, setzte der Freddy Forer mir noch seine Brille auf. Es war eine große Brille mit einem ganz breiten schwarzen Rand. Die Brille war viel zu groß für mich, für mein schmales Gesicht. Und hinzu kam, dass die Dioptriestärke also so war, dass ich alles nur verschwommen sah. Es dauerte aber nicht lange, da wurde die Klappe geschlagen und die Tür ging auf. Ich drehte mich, ich kam aus dem Zimmer von Mr. Fielding, ich sagte mit dem Gesicht zur Kamera, Mr. Fielding erwartet Sie. Eddie Arendt, der nicht wusste, dass ich plötzlich da war und der schon gar nicht damit rechnete, dass ich dieses Ungetüm von Brille aufhabe, der sagte in seiner Not auch etwas, nämlich, guten Morgen, mein schönes Kind. Das war wie bei der Premiere allerdings, ich weiß nicht, ob es der einzige, aber es war ein Lacher. Ja, ich habe trotzdem, habe ich nicht die Hoffnung aufgegeben, dass ich mal eine anständige Schauspielerin werde. Ja, jetzt noch etwas zu Freddy Forer. Während der Dreharbeiten zum Hexer fing es wohl an und im Neues von Hexer hat sich das dann fortgesetzt, dass sich eine Darstellerin in ihn verliebte. Nun war es allgemein bekannt und ein offenes Geheimnis, dass Freddy sich nicht allzu sehr für das schöne Geschlecht interessierte. Und abgesehen davon, dass meine beobachtungsgeschulten Augen das längst bemerkt hatten, hat es mich dann doch ein bisschen verwundert, dass eines Tages Alfred Forer mich in ein Eckchen zog und zu mir sagte, du, ich muss mit dir was besprechen. Ja, was denn? Ja, also, ich merke da, also ich bekomme Blumen und ich bekomme Aufmerksamkeit und da scheint doch die Dame so und so nicht verliebt zu sein. Kannst du das nicht in Ordnung bringen? Tja, was sollte ich machen? Ich wollte also niemandem Unrecht tun, ich wollte auch niemanden verletzen, also griff ich zum Äußersten. Ich lud sie zu mir nach Hause ein, was selten genug vorkommt, kochte ihr einen Tee und zwischen geistreichen Gesprächen über Matisse und über Goethe und über Edgar Wallace und über weiß ich was, 60er Jahre Politik, kamen wir dann noch auf Freddy Forer zu sprechen und auf die Liebe im Allgemeinen und im Besonderen. Und dann ließ ich so ganz en passant, ließ ich dann mein Wissen los und sagte, ja übrigens, er ist ja so ein attraktiver Mann und er begeistert alle Menschen und vor allen Dingen Frauen und so. Und wie schade, sage ich, dass die Frauen also absolut keine Chance bei ihm haben. Wieso, sagt sie mal, ja, sage ich mal, ja, also was soll es doch geben? Dann hat sie also verstanden und ihre Verblüffung, die löste sich dann sehr schnell auf, denn wir guckten uns beide an und wir fingen wahnsinnig an zu lachen. Jeder natürlich aus einem Grund, aus einem anderen Grunde. Ich, weil ich mich so befreit fühlte und sie, weil sie es jetzt letzten Endes dann doch komisch fand. Eigentlich hätte sie mir wirklich die Füße küssen müssen, dass ich sie rechtzeitig darauf hingewiesen habe. So, also das zum Freddy. Aber der Freddy Forer war natürlich auch ein harter und kompromissloser Regisseur. Was er sich in den Kopf gesetzt hatte, das hat er durchgehauen. Und ich musste ihm dabei helfen. Und es war oft so, dass es wirklich an der Grenze des Machbaren war. So auch zum Beispiel bei dem Edgar Wallace-Film Der Mann mit dem Glasauge. Da wurde der Verbrecher, der tarnte sich unter einem großen Pappmaché-Puppenkopf, der zwar ein normales Gesicht hatte, aber die Augen saßen natürlich bei diesem Riesenkopf an einer ganz falschen Stelle, sodass also Augenschlitze für den Schauspieler gemacht wurden, dass er trotz des
überdimensionalen Kopfes, dass er durch diese Schlitze gucken konnte und was sehen konnte. Denn er hatte ja eine Wahnsinnsaufgabe zu bewältigen. Er musste vor den Verfolgern fliehen, mit dem Kopf auf dem Kopf, mit dem Puppenkopf auf dem Kopf. Und zwar drehten wir, er musste durch ein Theater fliehen. Und wir drehten im Bühnenhaus des Theaters des Westens in Berlin. Und zwar, da sind ungefähr 3 oder 4 Etagen von Beleuchterbrücken, sagen wir dazu. Das sind ganz schmale Beleuchterpfade, die an den Seiten des Theaters herumlaufen und von dort aus wird die Bühne beleuchtet. Und die sind an der rechten Seite, sind sie natürlich begrenzt von den Mauern des Gebäudes. An der linken Seite lief ein dickes Tau, das von Zeit zu Zeit festgemacht war an so Flöcken, die in den Boden gingen. Da musste der mit dem Kopf nun also rennen. Und schon bei der Probe merkten wir, als er geradeaus rannte und dann links um die Ecke, scharf um die Ecke rennen musste, da konnte er die Entfernung nicht richtig abschätzen, sondern donnerte geradeaus gegen die Wand. Das haben wir alle gesehen. Aber dennoch, es wurde weiter gedreht und geprobt und dann merkte ich, dass an der Seite, hier an dieser Seite der Bühne, da war also rechts, wenn er so angelaufen kommt, rechts war die Wand des Gemäuers, links war die Strippe, also dieses Tau, das ihn schützen sollte, um nach unten zu fallen, in den leeren Bühnen, auf den leeren Bühnenboden. Und den letzten 2, 3 Metern auf diesem Steg fehlte plötzlich dieses Tau. Da fehlte einfach das Tau und das war gerade die Stelle, an der der arme Mensch mit dem Puppenkopf die eine Hühnerleiter in die nächste Etage rennen musste. Ich sagte zu Flora, Freddy, da ist das Tau, ist da, das fehlt da, der kann da abstürzen. Er tat, als hörte er mich nicht, guckte nach oben und sagte, alles in Ordnung, können wir drehen? Ja, schien es zurück von dem Mann, der es offenbar nicht bemerkt hat, dass da das Tau fehlte. Gut, dann schrie er Klappe und Kamera und Ton ab und Kamera und es wurde eingeschaltet und ich stand neben ihm und ich hörte, wie er leise zum Kameramann sagte, wenn er fällt, schwenk mit. Wir haben es nur einmal gedreht, der Kameramann brauchte Gott sei Dank nicht mitzuschwenken, denn er ist nicht gefallen. Ich hätte mir nicht, also uns lief es aber kalt über den Rücken. Also auch das ist Filmmachen, auch das gehört zu den Aufgaben des Regieassistenten, damit fertig zu werden. Ja, also es ist da nichts passiert und damit ende ich meine Betrachtung über Forer. Er ist am 2. Februar 1986 gestorben, im Alter von 68 Jahren. Man ist sich nicht ganz sicher darüber, ob das Alter stimmt, denn Freddy hat sich immer ein bisschen jünger gemacht. So, jetzt erzähle ich etwas, wenn Sie noch zuhören wollen, über Klaus Kinski. Mit Klaus Kinski hatte ich viel Spaß beim Drehen, denn er stand stets neben sich. Das heißt, er war immer ganz in der Rolle. Also man konnte mit ihm reden, was man wollte, man bekam immer nur Antworten, die seiner Rolle entsprachen. Auch dann, er war immer in der Rolle, auch dann, wenn es sich um gefährliche Stunts handelte, die er immer selbst machte. Er bestand darauf, sie selbst zu machen. Seine Meinung über seine Arbeit, oder besser gesagt über die Edgar Wallace-Filme, war ambivalent und aufsässig wie er selbst. Ich will einmal ein kleines Stück aus seinem autobiografischen Buch »Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund« vorlesen. Zitat: Die meisten Filme drehe ich vorläufig für Horst Wendland, das heißt für Rialto und Konstantin. Wenn ich Geld brauche und Wendland um einen größeren Vorschuss bitte, sagt der, aber natürlich, mein Junge, komm morgen in mein Büro. Komme ich dann in sein Büro, hat er bereits einen Vertrag für weitere Filme ausgearbeitet, den er mir zur Unterschrift vorlegt, bevor er mir den versprochenen Vorschuss gibt. Und ich habe mich für ein weiteres Jahr verkauft. Ich weiß nicht einmal, was ich da unterschrieben habe. Ich muss jeden Kack spielen. Es ist zum Kotzen. Aber im Grunde ist es mir einerlei. Aber je mehr Filme ich drehe, umso mehr neue Filme muss ich drehen. Und je mehr Geld ich verdiene, umso mehr gebe ich aus. Mir selbst, jetzt Achtung,
Er hat's geschrieben. Wir selbst kennen diese idiotischen Edgar Wallace-Filme zum Halse raus. Nicht nur, weil sie so dilettantisch gedreht sind, sondern auch, weil es immer derselbe Salm ist. Dennoch hat jeder Film mehrere Millionen Zuschauer. Es muss den Leuten also gefallen. Zitat Ende. Aber Klaus Kinski sagte auch in einer Pressemitteilung von 1967, die Edgar Wallace-Figuren entsprechen meinem Typ. Na bitte. Werner Herzog drehte gerade einen Dokumentarfilm über Klaus Kinski. In diesem Zusammenhang sagte er über ihn, er, also Klaus Kinski, war einfach die ultimative Pest. Leute wie Marlon Brando waren Vorschüler im Vergleich zu ihm. Werner Herzog ist wohl heute noch Cobra Verde geschädigt, denn bei dem Film im tiefsten Afrika, also in Ghana, da wollten die beiden sich ja angeblich umbringen, aber das ist 10 Jahre her und ich habe Klaus nie so drohend und auch nie so bedrohlich erlebt. Im Gegenteil. Mir hat er seine Shakespeare- und François Villon-Platten geschenkt, auch ein Exemplar seines Buches, und jedes Mal bat ich ihn dann, na Klaus, jetzt musst du aber eine Widmung reinschreiben. Und das hat er dann auch gemacht, krickel, krackel, krickel, krackel. Es sah so aus, als sei eine betrunkene Vogelspinne über die Seite gelaufen. Und dann habe ich ihn gefragt, naja, ich danke dir schön, das ist ja nett von dir, aber sag doch mal, was hast du da geschrieben? Und in das Buch, das habe ich noch. Und irgendwann, bevor ich sterbe, werde ich es irgendeinem würdigen Edgar Wallace-Fan vermachen. In dem Buch steht drin, für mein Evchen, das mich immer vergessen ließ, in welchen Scheißproduktionen ich drehen musste. Eines Abends nach dem Drehen in Hamburg, da stand Klaus an der Pforte vom Studio Hamburg, von Realfilm. Man hatte ihn offenbar vergessen oder vielleicht wollte, war wieder aufsässig, wollte mit dem Produktionswagen nicht fahren. Sagte zu mir, ich fahre mit dir mit ins Hotel. Wir wohnten im selben Hotel. Ich sag, ja, aber ich fahre nicht ins Hotel. Ich bin heute zum Abendessen eingeladen bei Gabi Duvinage. Gabi Duvinage ist eine Standfotografin gewesen, die auch viele Edgar Wallace-Filme fotografiert hat und die Klaus auch kannte. Ich sag, ja, er sagt, er macht ja nichts, dann komme ich eben mit. Sind wir also zu Gabi gefahren und haben geklingelt. Sie wohnt in einem sehr vornehmen Haus und so. Haben geklingelt und dann machte sie auf und sagte, ja, Evchen, hat man dir denn nicht gesagt? Ich habe doch angerufen. Hat man dir denn nicht gesagt, dass es heute ausfällt? Ich kann heute nicht, ich kann erst morgen. Also, da standen wir nun. Sagte sie, Wiedersehen, und da standen wir. Und dann gingen wir zurück zu meinem Auto und dann sagt Klaus zu mir, eine Unverschämtheit von dieser Gabi. Wie wagt sie es, mich auszuladen, wenn sie mich nicht einmal eingeladen hat? Das war er. Und mutig war er. Er ging immer an die Grenze seiner Belastbarkeit. Im indischen Tuch sollte er ja das berühmte Glas zerbrechen. Man wollte ihm wie üblich ein Glas aus Zucker geben, schon aus Versicherungsgründen, aber er bestand darauf, ein echtes Glas zu bekommen. Und wir haben bei den Proben, hat er natürlich nur so getan, als zerbreche er es. Aber beim Drehen, wir haben 2-3 Mal gedreht, diese Einstellung, er hat regelrecht ein Glas aus echtem Glas zerdrückt. Und es ist kein Einschnitt gewesen, es ist kein Tropfen Blut geflossen, es ist wunderbar gegangen. Er hatte keine Angst vor Tod und Teufel, er hatte keine Angst vor Infektionen und er hatte auch keine Angst vor einer Luftembolie etwa, denn die Spritze, die er sich in den Arm, die in seinen Arm reingejagt wurde, das war sein Arm und die hat er selbst sich reingesetzt, reingedonnert. In anderen Filmen, in anderen Edgar Wallace-Filmen war es oft so, dass ich meinen Arm zur Verfügung gestellt habe. Und da hat mal ein Bühnenarbeiter gesagt, also das war ein Tag, an dem ich noch eine andere Heldentat vollbrachte, nämlich ich habe den Kopf einer kleinen Schlange festgehalten, damit sie zu einer grünen Mamba verwandelt wird. Und da habe ich die Schlange so festgehalten, die hat immer so gewackelt, ich habe sie immer festgehalten. Und das war der Tag mit dem Arm mit der Spritze. Und da sagte ein Bühnenarbeiter zu mir, es war so ein kleiner mit einem Puckel, sagte, Evchen, du bist mir unheimlich.
Aber das größere Heldentaten habe ich dann nicht mehr vollbracht. Ja, er hat sich die Spritze hat er sich also selbst aufgegeben und er hat alles selbst gemacht, obgleich er Linkshänder war. Oder vielleicht weil er Linkshänder war. Auch in seinem Privatleben, das heißt, soweit es in die Dreharbeiten hineinspielte, da hat er sich etwas ungewöhnlich oft aufgeführt. Etwa beim Gasthaus an der Themse. Da drehten wir in Hamburg am Elbufer, waren Nachtaufnahmen und plötzlich war der Klaus nicht da. Der kam ran und der war nicht da. Alle gingen auf die Suche nach Klaus, keiner fand ihn. Ich hatte das große Glück, ihn zu finden. Er war im Schilf versteckt und zwar war er mit zwei Schwestern zugange und es waren keineswegs Erste Hilfe, Rotkreuzschwestern oder sowas, sondern einfache Schwestern. Und er murrte zwar ein bisschen, aber dann ließ er doch von ihnen ab und kam etwas derangiert, kam er dann zum Drehort, der nur ein paar Meter entfernt war. Es waren ja Nachtaufnahmen, da hat man nicht allzu viel davon gemerkt. Aber so war Klaus. Klaus hatte Sinn für Humor, Klaus ging zum Äußersten und Klaus war, wie mir scheint, ein sehr, 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 sehr interessanter und skurriler und farbenfreudiger. Ein farbiger Darsteller. Er ist leider im Alter von 65 Jahren am 23. November 1991 gestorben. Ich habe jetzt noch ein paar Betrachtungen zu ein paar anderen Schauspielern, die speziell im indischen Tuch mitgemacht haben. Es ist nicht mehr lang. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich den ersten Schnarcher höre, dann höre ich auf. Bis jetzt noch nicht gehört. Also Heinz Drache. Heinz Drache ist ein sehr guter, ein sehr verlässlicher, ein sehr eleganter Schauspieler, finde ich. Und dazu unglaublich humorvoll, selbstironisch und kameradschaftlich. Er sagt zu den Edgar Wallace-Filmen, wer annimmt, dass mich die vielen Krimis langweilen, der irrt sich. Er sollte einmal unsere interessante Arbeit im Atelier verfolgen. Ich hatte immer den Eindruck, dass was immer er tat und sagte, hatte den Charakter des Improvisierten, des Natürlichen, des fast Dokumentarischen. Mit solcher Leichtigkeit hat er trockene Dialogsätze aufgemöbelt und menschlich gemacht und hat ihnen wirklich ihren Charme gegeben. Heinz Drache bewohnt ein schönes Haus in Berlin. Er hat mich einmal zum Abendessen eingeladen, alles im Rahmen der Edgar Wallace-Filme. Es war ein gelöster und fröhlicher Abend mit ihm und seiner lieben Frau und ich war etwas überrascht, dass er mich eingeladen hatte, denn er hatte ja eigentlich, dachte ich, hätte er Grund gehabt, mit mir böse zu sein. Denn ein paar Wochen vor dieser Einladung haben wir in London gedreht. Ich glaube, es war der Zinker. Herr Neske wird es besser wissen. Jedenfalls war es eine Straße, die einen Bürgersteig hatte, eine Fahrbahn hatte und dann auf der anderen Seite nur Türen und Mauern von Lagerhäusern hatte. Und die Aufgabe von Drache war die, mit einem Auto diese etwas abschüssige Straße auf die Kamera zuzufahren, anzuhalten, auszusteigen, über die Straße zu gehen und in einer Tür dieser Lagerhäuser zu verschwinden. Also eine Kleckereinstellung. Ich hatte die ehrenvolle Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es laut Drehbuch und laut Regie war es nötig, dass die Straße menschenleer war. Ich habe also wie ein Schießhund darauf geachtet, dass niemand aus dem Fenster guckte, dass nicht einer gerade den Kopf aus der Tür steckte oder dass gerade jemand zum Briefkasten laufen wollte. Also ich zusammen mit der Aufnahmeleitung, wir mussten darauf achten. Daneben habe ich natürlich auch gesehen, dass wir drehten dann der Wagen kam angefahren und alles lief so, wie es richtig war. Und dann, ich war mit meinen Gedanken schon wieder bei der nächsten Einstellung. Man muss ja als Regieassistent immer im Voraus denken und planen und veranlassen. Wir waren also mit der Einstellung fertig. Da kam Drache, nachdem er in der Tür verschwunden war. Und wir sagten, ja gut, gestorben, aus. Kam er und kam wirklich zu mir voller Erwartung und sagte zu mir, na, wie war ich? Ich dachte, es war eine seiner selbstironischen Fangfragen und antwortete ihm wahrheitsgemäß, du also ehrlich gesagt, ich habe nicht so sehr geguckt, denn ich musste darauf achten, dass die Straße frei bleibt.
Da sagte er zu mir, was? Ich spiele und du guckst nicht hin. Drehte sich um und ließ mich stehen. Also entweder hat er seine Selbstironie bis auf die Spitze getrieben und damit bewiesen, dass er ein exzellenter Schauspieler ist, einmal mehr bewiesen, oder es war wirklich so, ich weiß es nicht. Ich werde es nie klären. Ich habe an jenem Abend, als er mich eingeladen hat, haben wir dieses heikle Thema nicht berührt. Jetzt habe ich noch etwas von Elisabeth Flickenschick zu sagen. Mit ihr habe ich 2 Filme gedreht, das Gasthaus an der Themse und dann das Indische Tuch. Wir mochten uns und wir hatten einen wirklich netten, wie man so sagt, fast freundschaftlichen Arbeitskontakt. Wenn ich mal ein bisschen Zeit hatte, saß ich bei ihr in der Garderobe und sie hat mir von sich erzählt, ich ihr von mir. Und dann eines Tages sagte sie zu mir, also Eva, ich habe Sie beobachtet und ich habe festgestellt, dass Sie unglaublich begabt sind. Sie sollten mal selbst Regie machen. Sie wusste nicht, dass ich schon mehrere Angebote hatte und aus bestimmten Gründen es nicht machen wollte. Und ich sagte zu ihr, um sie nicht zu kränken, sagte ich, das ehrt mich sehr, es freut mich, aber ich werde drüber nachdenken. Und da sagte sie, ich werde nicht locker lassen, Sie daran zu erinnern, sagt sie zu mir, und ich werde auch keine Mühe scheuen, um Produzenten auf Sie als zukünftige Regisseurin hinzuweisen. Also es war ein inniges Verhältnis zwischen uns, voller Verständnis, und sie hat immer wieder, hat sie mir wohlwollend zugenickt, um mir zu sagen, mach, vergiss das nicht. Dann kam ihr letzter Drehtag heran und ich habe meinem indonesischen Lebensgefährten, Komponisten, habe ich ein indonesisches antikes Figürchen aus den Rippen gezogen und habe ihr das als Abschiedsgeschenk überreichen wollen. Ich hatte es in meiner Arbeitstasche im Atelier. Flickenschild war fertig mit Drehen, wir drehten andere Szenen und ich wartete nun darauf, dass sie ins Atelier kommt, sich von allen, auch von mir verabschiedet und ich ihr das Geschenk geben kann. Und speziell von mir, weil wir ja so innig miteinander geistig verbunden waren. Und dann kam kurz vor Drehschluss, kam die Garderobiere zu mir und sagte, ach übrigens, ich soll dich noch schön von Frau Flickenschild grüßen. Sie musste zum Flughafen, sie musste noch ihre Maschine erreichen und sie lässt dir alles Gute wünschen. Da dachte ich, verdammt nochmal, was man als Regieassistentin alles verkraften muss. Man gibt sein Bestes und man geht auf Menschen ein und man weiß, es waren manchmal so bei mir Phasen, dass ich an mir und der Welt und an Schauspielern und an allem verzweifelte. Aber dann gab es eben wieder auch gute Momente und die waren in der Überzahl und deshalb möchte ich, solange ich lebe, möchte ich Filme machen, als Schauspielerin oder als Autorin oder in welcher Funktion auch immer. So, auf jeden Fall habe ich das Figürchen noch. Hans Clarin. Mit ihm habe ich nur diesen einzigen Film gemacht, das Indische Tuch. Ich habe ihn sehr bewundert, mit welcher Hingabe und Überzeugungskraft er uns alle glauben machte, ein Arthur Rubinstein zu sein. Natürlich vermied man es, seine Hände durchweg groß klavierspielend ins Bild zu nehmen. Er konnte Klavier spielen, er hatte Grundkenntnisse, das hat man auch gemerkt. Aber wir hatten immer das Playback laufen und die Tatsache, dass er sich diesem Playback rhythmisch und auch mit den Griffen richtig anpasste, solange die Kamera es halbwegs wahrnahm, das war schon beachtlich. Und auch wie er seine Arm- und Körperhaltung, die war durchaus die war so perfekt und vermittelte den Eindruck, dass er tatsächlich ein durchtrainierter Pianist war. Ganz zu schweigen von seiner Darstellung des Mordes an seiner Mutter. Diese grausame Zärtlichkeit voller Trauer soll ihm mal jemand nachmachen. Dieses Irresein, dieses glaubhafte Irresein hat ja fast Mitleid in uns erweckt. In mir jedenfalls. Mir kommen heute noch die Tränen, wenn ich an diese Szenen denke und trotz der vielen Proben beim Drehen und trotz des mehrfachen Drehens
der Szene, der Einstellung, bin ich jedes Mal, auch jetzt, als ich den Film auf der großen Leinwand nach Jahren wieder sah, ich bin jedes Mal wieder erschüttert. Und ich muss sagen, er ist ein ganz, ganz großer Schauspieler, der viel, viel mehr kann, als Pumuckl zu synchronisieren. So, also Hut ab vor seiner großen schauspielerischen Leistung. Eddie Arendt, ein Schauspieler, mit dem ich ganz besonders gern gearbeitet habe und arbeite, denn bei den neuen Edgar Wallace-Filmen spielt er ja den Sir John, und ich hatte die Ehre, auch in einem dieser Filme eine, wie man sich denken kann, eine Haushälterin zu spielen. Eddie, den liebe ich auch deshalb, weil er so fantasiereich ist, weil er so präzise ist in der Zeichnung der von ihm gespielten Charaktere, so ungemein zuverlässig, so einfallsreich im Erfinden von Gesten und zusätzlichen Dialogen. Mir gegenüber war er immer liebevoll und zärtlich. Und ich habe es schon mal in einem anderen Rahmen erzählt, mich hat er immer Puppenfüßchen genannt, weil ich damals noch ganz kleine Füße hatte. Wir hatten beide den gleichen Sinn für Humor und für Skurriles und für den Charme menschlicher Schwächen und Angewohnheiten. Eddie setzte alles brillant um. Dann habe ich hier noch etwas Kurzes, wollte ich nur einen Satz zu Schürenberg sagen. Schürenberg ist meiner Ansicht nach weit unter seinen Fähigkeiten immer eingesetzt worden. Er ist ein exzellenter Schauspieler mit komödiantischen, großen Talenten. In diesem Film war er ja auch umwerfend. Und er hatte einen wirklich intelligenten Humor. Ihn habe ich auch mal gern gemocht und er mich auch. So. Ah ja, Gisela Uhlen. Gisela Uhlen, eine schöne Frau, die einige Ehen hinter sich hatte und mit der ich mich so herrlich über Männer lustig machen konnte. Und jetzt wollte ich nur etwas zu Blackie Fuchsberger sagen, der zwar in diesem Film nicht mitgespielt hat, aber eben, wie ihr wisst, in vielen, vielen Edgar Wallace-Filmen. Mit Blackie habe ich viele Filme gemacht, nicht nur Edgar Wallace-Filme, und ihn von Herzen gern gehabt. Er war und ist ein vielseitiger Schauspieler, der viel mehr drauf hat, als er oft zeigen darf. Über seine Rollen in den Edgar-Wallace-Filmen sagte er in einer Pressemitteilung, es sind Rollen ganz nach Maß. Ich fand, dass er sie wunderbar und überzeugend ausfüllte. Blackie ist bei all seiner kritischen Betrachtung des Lebens und des Geschehens am Drehort ein unglaublich freundlicher und kooperativer Mensch. Mir hat er bei dem Film 7 Tage Frist, kein Edgar-Wallace-Film, aber auch unter Foras Regie, ein wunderbares Geschenk gemacht, das ich heute noch besitze. Eine grüne Terrakotta-Katze aus den 20er Jahren. Sie war ein Dekorationsstück in der Filmwohnung von Karin Hübner und gefiel mir während des Drehens ganz besonders. Es fügte sich, dass Blackie während des Drehens dieses Films Geburtstag hatte und an diesem Tage, am Ende des Drehtages, haben wir uns alle im Halbkreis um ihn herum versammelt, haben ihm ein schönes Geschenk gemacht und seine Frau war auch dabei, die stand auch herum und er freute sich über das Geschenk und wir hatten gerade Happy Birthday to You, hatten wir gerade beendet, als er seine Frau anguckte und zu ihr sagte, Mausi, das Paket. Mausi, also seine Frau, griff etwas Paketpapier, eingepacktes, gab es ihm. War ein Unglück. Und da sagt er zu mir, ja, plötzlich guckt er mich an und sagte, ja, übrigens, ich wollte dir sagen, wir haben so viele Filme schon zusammen gemacht und dies ist eine Gelegenheit, mich bei dir zu bedanken und hoffentlich magst du, ich habe gehört, dass du dieses Ungetüm magst. Und da war die Katze drin. Da hat er mir die Katze geschenkt. Er, der gerade Geburtstag hatte und eigentlich von mir noch ein zusätzliches Geschenk hätte bekommen müssen. Die Katze habe ich heute noch. Das ist Blackie. So, jetzt habe ich, weiß nicht, wie es mit der Zeit ist und ich weiß nicht, wie es mit Ihrer Geduld ist. Ich wollte noch, damit Sie wissen, was ich noch könnte, wenn Sie mich lassen, ich wollte noch ein paar kleine Anekdötchen erzählen, die also nicht unbedingt so Charakterisierung von Schauspielern ist, sondern eher Viecher betreffen. Also wenn Sie wollen, kann ich das auch noch von mir geben. Okay, gut. Also erstmal möchte ich über die Leichenhalle sprechen.
Man soll ja nicht glauben, dass die indischen Tuchopfer, also die Darsteller, als Leichen verkleidet unter den Leichentüchern die Leichenhalle zierten. Oh nein, das waren Freiwillige aus dem Team. Jeder, der Mut hatte, einen Toten zu mimen, lange genug stillliegen konnte, möglichst auf tiefes Ein- und Ausatmen, Husten und Niesen verzichten konnte, wurde dazu ausersehen, sich in diesen Film einzubringen. Man durfte nur nicht die Reihenfolge der Toten verwechseln, nicht nur des Leibes oder der Größe, der Körpergröße wegen, sondern auch wegen der Schuhe, die ja vorguckten und die alle die Namen der Verblichenen auf den Sohlen sichtbar trugen. Ich habe es übrigens jetzt im Film gesehen, so sehr sichtbar war es nicht. Aber auf jedem Paar Schuhe war der Name des jeweiligen Verblichenen. Überflüssig zu sagen, dass ich oft eine dieser Toten gemimt habe und ich habe mich fast daran gewöhnt. So. In vielen Edgar Wallace-Filmen hatten ja Viecher eine wesentliche Funktion, vor allem Schlangen, Krokodile, Ratten, Skorpione, Spinnen, so auch im indischen Tuch. Diese Tiere bekamen wir vom Berliner Aquarium ausgeliehen oder zum Teil auch geliefert, etwa die Ratten. Der Direktor des Aquariums war ein Herr Werner Schröter, ein skurriler, wortkarger Mann, kauzig, der es sich nicht nehmen ließ, bei den Aufnahmen dabei zu sein. Nicht nur, um darauf zu achten, dass wir auch seine Tiere gut und menschlich behandeln, sondern weil er filmverrückt war. Er hat es nur nicht zugegeben. Werner Schröder ist leider im Jahr 1985 gestorben. Er hat ein Buch hinterlassen, das er genannt hat, Zum Abschied ein Krokodil. Und das seine Frau herausgebracht hat. Seine Frau heißt Inge Sievers und hat kleine Rollen auch in Edgar Wallace-Filmen gespielt. Und sie hat das Buch herausgebracht. Ich möchte jetzt eine kurze Passage aus diesem Buch vorlesen. Zitat: In dem Edgar Wallace-Film Das indische Tuch sollte eine Vogelspinne Angst und Schrecken verbreiten. Jetzt sage ich dazu, obgleich Vogelspinnen, wie mir Inge Sievers sagte, nur in den seltensten Fällen und nur ganz wenige Arten giftig sind. Aber das wissen die wenigsten Leute. Werner Schröter schreibt weiter. Ich suchte ein riesiges, wunderschönes Tier aus, brachte die Spinne ins Studio und betreute sie während der Dreharbeiten. Alfred Vohrer wollte, dass sie aus einem sicheren Holzkasten befreit wird, damit sie langsam über den Perserteppich auf die Beine von Corny Collins zumarschieren konnte. Das tat sie denn auch. Dann krabbelte sie, so als hätte sie das Drehbuch gelesen, in aller Gemütsruhe an Cornys nylonbestrumpftem linken oder rechten Bein hoch. Ein geniales Tier. Das Opfer, also Corny Collins, schrie um ihr Leben und der Retter nahte. Mit gezieltem Spachtelschlag beförderte er die Spinne von Cornys Bein auf den Teppich und schlug sie dann tot. Dies aber ging nicht mit der kostbaren Vogelspinne. Die hatte ich, sagt also Schröder, schnell wieder in meinen Behälter getan und damit in Sicherheit gebracht. Das arme, erschlagene Tier war in Wirklichkeit eine täuschend ähnliche Nachbildung, ein Meisterwerk, geschaffen von dem Filmarchitekten Wilhelm Vorwerk, der übrigens den Lord Lebanon am Anfang des Films gespielt hat, das erste indische Tuchopfer. Das Tier konnte sich mechanisch bewegen, also nicht der Wilhelm Vorwerk, die Spinne konnte sich mechanisch bewegen und einige Spinnenschritte über den Teppich laufen. In der Großaufnahme filmte der Kameramann Karl Löb die echte Vogelspinne in ihrer ganzen Schönheit. Die Qualen musste dann anschließend die Spinnenattrappe erleiden. Von den Zuschauern hat hoffentlich keiner den kleinen Betrug gemerkt. Soweit Werner Schröter. So, das ist das Zitat von ihm gewesen. Jetzt sage ich noch wieder was mit dürren Worten, nämlich der Riesenpapagei. Natürlich konnte der Tiertrainer den Vogel dazu bringen, den Schnabel aufzumachen und ein Krächzen oder einen Schrei auszustoßen, aber er konnte ihn wirklich nicht dazu überreden, das böse Wort Mörder über die Lippen zu bringen. Das erledigte dann später in der Synchronisation oder Mischung ein anderer. Nicht etwa ein anderer Vogel, sondern
der Regisseur höchstpersönlich. Und es klang, wie jeder zugeben muss, überzeugend und glaubhaft. Vielleicht hat er vorher geübt. Der schwarze Riesenschnauzer. Auch er ein gelehriges, intelligentes Tier. Er verstand alles, als hätte auch er das Drehbuch gelesen. Rannte wann und wohin er sollte. Bellte an der kameragerechten Stelle, so lange und so laut, wie es der Regisseur wollte. Und war, weil er so klug war, der Liebling aller. Und wurde von allen gehätschelt und gedrückt und gestreichelt und gepusht. Er hatte allerdings einen kleinen Fehler. Er hatte eine schwache Blase, die ihn immer dann im Stich ließ, wenn an ihn Anforderungen gestellt wurden. Und das kam natürlich öfter vor, denn deshalb war er ja am Drehort. Die Putzfrau hatte immer sehr viel zu tun. Wir alle halfen ihr dabei, denn jeder von uns hatte immer ein Tempotaschentuch bei sich, um notfalls einzuspringen und mitzuhelfen und die Pfützchen aufzusaugen. Er pinkelte nämlich auch dann, wenn er gestreichelt und gedrückt und gehätschelt wurde. Der Taubenschlag im Altersheim. Dieser Taubenschlag befand sich bzw. wurde eingerichtet in einem Spitzdach, im Spitzdachgeschoss eines ehrwürdigen Altersheims in Berlin-Grunewald. Hier erhängte sich Chico an einem dekorativen Balken. Hier präparierte Eddie Arendt seine Brieftaube und schickte sie mit seinem Hilferuf in die Welt. Hier trieb der Hund Hans Clarin zum Dachfenster. Der stürzte hinab auf ein Glasdach, durchbrach es und landete neben seinen Opfern in der Leichenhalle. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Tage wir im Altersheim zubrachten. Wir haben ja nämlich auch außen gedreht, wenn ihr euch erinnert, wenn der Schürenberg, ich glaube es war der Schürenberg, wenn der rauskrabbelt da aus seinem Fenster, geht er auf solche Galerie, versteckt sich unter diesem Balkon und das ist auch im Altersheim die Außenfront des Altersheims gewesen. Ich weiß nicht, wie lange wir da gedreht haben, es waren aber mehrere Tage und so viel weiß ich noch, dass ich abwechselnd mit anderen gutwilligen Teammitgliedern die Bewohner des Altenheims, meist vornehme alte Damen, bei Stimmung gehalten haben. Damit sie vor lauter Neugier nicht dauernd ihre Zimmertüren auf- und zumachten, in die Aufnahmen hineinliefen oder hineinriefen. Was machten wir, um die alten Damen ruhig zu halten? Wir spielten mit ihnen Karten. Und ich habe bei der Gelegenheit Kanaster und ein bisschen Bridge gelernt. So, das ist eigentlich alles. Jetzt könnte ich noch nur ein paar allgemeine Sachen über die Edgar-Wallace-Filme sagen, aber ich glaube, dazu ist Christoph Nestel mehr befugt. Er ist der Klügere von uns beiden und der Sorgfältigere von uns beiden. Ich will nur noch auf das Buch von Kramp hinweisen. Hallo, hier spricht Edgar Wallace. Bitte ich jeden zu kaufen, der es noch nicht gekauft hat, denn da kann man wunderbare Erkenntnisse erlangen und kann, was man noch nicht über Edgar weiß, kann man darin erfahren. So, und dann, ja, das sollte ich lieber nicht sagen, Otto die Serie. Otto die Serie, falls ihr sie kennt, das sind also Ausschnitte aus den alten Edgar-Wallace-Filmen, zusammenmontiert mit Nachgestellungen und auf Video und hat sie in einer Doktorarbeit gleichen Arbeit, hat er sie niedergeschrieben mit einer Akribie und einer unglaublichen Präzision. Und ich muss sagen, also, dass er meine tiefe Bewunderung hat und dass es eigentlich schade ist, dass er Jurist wird, er sollte eigentlich Filme machen. So, das ist alle Fragen, die Sie jetzt noch haben, können Sie entweder an mich oder, was noch besser ist, an Christoph richten. Wo ist er? Falls Sie noch Fragen haben. Und ich bin jetzt fertig und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.